1. Let's fucking Halloween. Hey und herzlich willkommen zur ersten und letzten Folge von Hide and Schräg. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Der Kuckuck und ich werden das spüren. Wir haben das noch nie gespürt. Und dann legen wir direkt los. Boah, ist das was klar? Was ist das? Kuki und Dragolex. Cheat Sheet. Find Orbs and Scare Foe. Wir müssen Orbs finden, Kuki. Mhm. Und dann steht, spielen wir gegeneinander oder miteinander? Ich hab keine Ahnung. Okay. Gut, dass wir immer die Spiele zum ersten Mal spielen und gleich aufnehmen. Oh. Sheesh. Runen will. Wie viel darf ich wählen? Ah, waren das deine? Ich finde rote auf Altar. Ready. Set. Ich muss eine blaue Rune finden. Und du? Happy Halloween. Es geht um Chromosomen. Alter, das hat im Biologieunterricht gesagt. Ja, ich hab's geschaut. Jetzt weiß ich, woher sie es haben. Ich habe eine grüne Rune gefunden, Durchdringung. Ich habe noch eine Rune angefunden. Okay. Alter, was passiert, wenn man E drückt, Cookie? Dieser Zauber kann nicht auf Objekte gehen. Alter, das ist ja mal Magic, wie man die Türen aufmacht. Runen angefunden. Ich kann die Rune nicht mehr nehmen. Hey, hab schon Saufle angefunden. Hey, wenn da irgendwas. Ich hab eine rote Kugel angefunden. Ja, das da? Mist. Rechte Taste ablegen. Okay. Ich höre schon Geräusche. Kann man da sterben? Ich kann ja. Für alle, die was wissen wollen, das Spiel ist free to play, also kannst du zu Halloween auch spielen. Bis jetzt schaut's gut aus. Spooky, spooky Halloween. Da hat die Kugel angefunden, die was ich brauche angeblich. Der zeigt jetzt einen Richtungsweiser an, der was durchtrat. Keine Ahnung, was da geht, Alex, ich renne nur blöd um. Ich. Alter! Ich glaub, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo mein blauer Tisch war. Aber ich glaub, du musst die rote. Also, ich zumindest muss die blaue Kugel anfinden und die zum blauen Tisch bringen, ich hab's. Und dann Leertaste drücken, dann steht Mist. Und dann ablegen. Und dann. Ah, du musst es dann ablegen und dann kriegst du 10.000 Punkte. Okay, dann nehmen wir mal die Kugel. Und man kann sprinten. Die Kugel zeigt immer die Richtung vom Tisch an. Okay. Ich glaube, wir müssen Punkte schaffen, wer mehr Punkte hat, hat gewonnen. Mist? Was? Ich gebe ein ganz Problem. Entweder darf das Rote nicht finden. Weil der Schrecken kommt in erhöht Schreiaufladung dauerhaft. Warum spiele ich eigentlich auch Horrorspiel? Wieso meinst du? Ich hab noch eine blaue Kugel angefunden. Das ist eine gute Idee. Ich hab wieder Punkte gekriegt. Hey, guck, man muss Orbs finden. Das ist ja auf dem Cheat Sheet oben gestanden. Hey Cookie, du bist fix. Nein, ich kann nicht. Ich glaube, du bist irgendwo in der Nähe und ich kann dir jetzt zum Beispiel an laute Blitze verstecken. Ich kann nur auf Objekte. Okay. Alter. Hä?
Nein, ich hab mal keinen Plan von meinem Leben. Also ich hab gerade meinen eigenen Zauber aktiviert. Ich glaube fast, kann sein, dass du den roten Tisch hast. Ich hab den. Haben wir den gleichen Raum? Das können wir uns sehen. What the fuck? Hätte ich mich da jetzt erschreckt. Warum ist die auf einmal offen, Alex? Ja, wir sind fix im gleichen Raum. Ich kann die zum Beispiel. Ich kann die fix einen Feuerball umwerfen, wenn ich die richtigen Zauberspruch hab. Ah, hast du mich gerade anzünden? Nein, warte, bist du nicht im Raum? Bleib mal kurz in den Raum. Ja. Hey, ich gar nichts. Lord, jetzt haben wir mich uns unten oder was? Hey, ich hab mich gerade selber betäubt. Ich dachte, ich kann dich damit betäuben. Wo ist jetzt meine Kugel hin? Wir haben noch 5 Minuten, was passiert dann? Alter, kann es sein, dass du die ganze Zeit Zauber versteckst, Cookie? Warum hält ihn so, sagst du? Ja. Warum hält ihn so, sagst du? Ja. Was machst du so? Ich glaube, ich hab die einmal gesehen. Ich erschreck mich die ganze Zeit selber, Alter. Wie machst du das? Indem ich solche Runen aufklappe, dann kann ich eh machen. Ja, das mache ich ja. Dann kann ich Sachen schießen, aber ich glaube, wir sollten uns die gegenseitig aufknallen, damit der andere weniger findet. Aber. Oi, der Schwede! Mir hat's gerade gegen die Wand gefetzt. Das schon nice. Was hast du mit der blauen Kugel am Anfang gesagt? Der wäre auf einen blauen Tisch gelegt. Und du musst die roten finden, glaube ich. Ja, was genau? So eine roten Glaskugeln. Rund. Ach, die kleinen meinst du? Ja. Was passiert dann? Dann legst du auf und kriegst so viele Punkte. Okay. Da war irgendwann. Nein, das ist eine blaue. Wo denn? Sorry, nein. Hey, sieg die! Du bist gerade bei der Tür, schau! Du hast gerade. Ja, du hast die Blaue gerade, ja. Und wo war das nochmal? Ich hab's vergessen. Du musst dem Pfeil nachgehen, was die Kugel uns sagt. So. Gerade einen Bandstrudel freigesetzt. Ja, hey, was bringen mir die Punkte jetzt? Weiß ich nicht, dann hast du mehr oder weniger als ich, aber vielleicht geht das Spiel dann noch weiter. Ich glaube, es geht bei dem Spiel darum, dass ich deine roten Kugeln. Ich geh gerade auf jetzt so. Auf ich? Was ist jetzt? Jetzt bin ich in so einem komischen Kleberraum. Was? Wie jetzt erwarte ich mit null aus? Was? Wie jetzt erwarte ich mit null aus? Oh, ey, da haben wir jetzt gerade voll weggewichst. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich verstehe es leider auch nicht, sonst würde ich es sagen. Es geht um die Wurst. Rote Kugel angefunden. Wo? Sag ich doch nicht. Ah, jetzt bin ich schon wieder in der. Ich glaube, du hast Fallen abgestellt. Ja. So ein Kleberfallen. Ich weiß nicht, was sie tun. Warum ist die Musik auf einmal so schnell? Weil es gleich aus ist. Ah ja, schon. Und dann? Schau mal, was passiert. Time's up. Ungeschickter. Ja, der kriegt Bonus, oder Nappe. Sieger. Das war das Spiel? Das ist das Spiel? Nice, Digga.
war ja richtig scary. Scary, scary, Lady, Alter. Was? Du bist ein ungeschickter Willi. Ja, das stimmt. Ja, epischer Spiel, hat jemand gesagt. Jetzt wissen wir wenigstens, warum Free-to-Play. Ja, es ist saugut gemacht, nur leider ist das Spiel einfach schlecht. CryEngine, ding, 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 ding. Guck ich bei neue Taktik, gell? Ich lade jetzt ein. Ich freue mich auf die neue Taktik. Ich freue mich auf die neue Taktik, gib's zu. Also, ich habe den Plan meines Lebens gemacht. Da wir jetzt so ein episches Spiel wie heute in Schrieg gerade gespielt haben, haben wir jetzt wieder zu dem umsteigen müssen, weil zum ersten und letzten Mal perfekt, perfekt. Aber der Plan ist einfach, die besten Items kraften. Dreimal das gleiche Item kraften, du wirst wundern, was es ist. Das Problem ist, die Taktik geht nur auf, wenn man Bossmonster finden, bevor es wer anders findet. Und was hast du gekauft? Was ich mir gekauft habe, ist natürlich, darf ich dir das jetzt echt schon revealen? Nein, das revealen wir in der Folge. Aber wir haben nur ein einziges Problem mit der Taktik, wir kommen nicht mehr hinaus. Aber es kommt da keiner hinein. Aber wir kommen nicht hinaus. Ah, hast du die Klingkraft? Was? Was? Die Spirale, ich brauche das. Ja, die Ziehharmonika-Bombe, Alter. Ja, die haben wir gleich dreimal gekauft. Die haben wir gleich dreimal. Das ist eine gute Idee. Schau, gell, die kostet sau wenig, die kostet nur 15. Das heißt, wenn du es dreimal kaufst, kostet nur 45, voll günstig. Ja, weil ich mir gerade wir haben auch das Sitz gekauft. Sag ja, voll günstig, wir haben einfach nicht, wir gehen noch die Runde. Ja, sicher, Monet, das ist kein Stress bei uns. Na, und dann, baum, 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 und dann noch ein paar Bärenfallen dazu und dann kommen wir halt nicht mehr raus. Wo bist du? Vor dir? Ey, der Headshot ist der kein Thema mehr. Ah! Jetzt spielen wir mal ernst, halt. Er hat einen Silencer, oder? Natürlich. Ich hab die teuersten Jäger genommen, der muss gut sein. Und sie, Monika. Ja. Ich hab die so sogar auf dem Heal vergessen. Ma, guck ich, da ist eine Feenfrau. Ja, für mich schauen Feen so aus. Spooky, spooky Halloween. Okay, bin hin, glaube ich. Okay, ich brauche einen Heal, aber ganz dringend. Wo musst du fast hin, oder? Ja, erkläre ich dir jetzt nicht. Bitte sag. Ich wollte Rush E machen, irgendwie den Loading Screen. Aber. Hat nicht hingehauen. Da drüben ist schon wieder so Moody. Hey, guck, hast du irgendwo einen Heal gesehen? Da oben ist einer bei mir. Okay. Nein, ich stirb! 100%! Jetzt krieg ich schon wieder auf. Danke. Komm jetzt schon, da oben ist ein Heal. Da kommt der DS-Teufel! Da ist nochmal ein Heal verpasst. Ja, nein, ich hab nur 2 von 3 Balken, mehr geht nicht. Süßes oder saures? Der war ein bisschen sauer. Ich zweifle jetzt langsam mit deinen Skills. Na, passt hier alles. Was ist das so lässig? Ja, mit der Pistole, leider auf der Hand schieße ich da. Scheiße, wie ein Kuh. Den Klug. Okay, lässig. Spaß. Jetzt ist doch. Okay, dann mach ich Lärm. Nein, ja. Keine Zombies mehr, Kinder. Nein, ich mach aber Lärm. Nein, hör auf, Alter. Warum nicht? Ja, passt von mir, da komm. Jupp. Alex, mach mal jetzt deine Taktik, was du zuckst. Ja, stimmt. Wie weit kann der rennen? Bist du her, oder? Ja, bist du dann gekommen. Ich hab die fast einen Headshot mitgegeben, okay. Ah! Ja, ich muss aussehen. Süßes oder saures? Hey, guck, das Spiel ist voll nicht spooky. Wir sollten eigentlich wieder heute einen Schreck spielen, Alter. Achtung. Ich hau da Ziehharmonika vor die Tür, okay? Guck, kann sein, dass ich jetzt stirb.
Wow, die fuck, Alter. Perfekt. Richtig geil. Ich brauche jetzt Ziehharmonikas und Eingänge. Ja, der Eingang ist dann ja schon mal safe, oder? Ja, ziemlich. Da ist einer. Wir müssen wie. Guck ich, es gibt einen Ausgang, da kommt man nur aus und nicht rein. Boah, Esche. Ziehharmonika hat einmal richtig umgekriegt. So, da ist der Eingang nochmal zerstört, okay? Ein Beefer. Ja. Und wo gehen wir aus dann? Hast du das auch schon überlegt? Ja, da, wo man nur aus kann, da. Nur aus? Ja. Wie das? Weil da ein Balken davor ist. Ah, da müssen die anderen aufbrechen. Ja, guck, aber ich hau da noch ein Ziehharmonika her, pass auf. Wo? Da hinter dir. Alter! Als ob, Alter! Tiger! RIP! Ja, nehmen wir mal, oder? Ja, da kannst du nichts falsch machen. Und jetzt? Gehen wir mal zu unserem Ausgang. Das ist eine gute Idee. Gefühlt habe ich Schritte gehört, aber anscheinend nicht. Bist du laut? Nein. Ja, nämlich. Ober uns? Ja. Deswegen ist sicher an Eingang. Gibt's aber anscheinend keinen. Nein. Ja, ober uns. Trennen wir einfach raus, sie? Warte noch. Es sind nur zwei da, was ich jetzt gesehen habe. Und das sind ober von uns. Da ist einer, genau gegenüber. Ist ein Zombie, oder? Ja, da draußen ist ein Zombie. Er rennt die ganze Zeit rein, er will es einfach mit Blutung wegschaffen. Da bei mir ist einer. Ja, ja, er macht die dir hin. Ja, wir müssen die Beute nur noch zu einem verlassenen Ausgang bringen. Aber der ist gerade wieder eingelaufen. Das wäre eigentlich unser Moment. Ja, hilft dir nichts. Ja, gehen wir, oder? Ja. Da vorne ist er, ne? Wo? Die Richtung. Oder rennen wir einfach. Rennen wir. Ja, komm, wenn er uns nicht sieht. Ich hätte die Tür zumachen können, aber ist ja wurscht. Oh, ey, der Schwede, glaubst du, ich hab's nicht gecheckt? Ich glaub's zumindest nur. Rennen wir die richtige Richtung? Ja, ziemlich. Nicht ganz, aber. Achtung, das ist halt Sumpfteufel. Alter. Ey, guck, wir dürfen nicht von einem Sumpfteufel sterben. Und ich will die Zombies nicht hinmachen. Oh, Schüsse, ja. Rennen wir weiter, Alter. Wir rennen verdeckt, wenn es immer geht, okay? Pass auf, hinter dir, hilf mir mal kurz. Hey, Alter, ich kann nicht schlagen. Alter, Messe ist so OP. Endlich unsere. Ich schau grad mit E, ich hab keinen gesehen. Ich schau auch nochmal, weil es eh wurscht ist. Nein, ist egal, kein. Hey, guck hier. Schütze! Alter, was? Ja, wir haben gewonnen. Mit Süßigkeiten. Traumhaft.